Ja, hallo zusammen. Wir sind, wie man sieht, mal wieder im Westerwald gelandet, genauer gesagt in dem Ort Friedewald und möchten hier erstmal eine kleine Runde gehen und dann noch was Besonderes im Nachbarort machen. Was das genau ist, das verraten wir allerdings noch nicht. Das ist hier so eine sehr typische Landschaft für den Hohen Westerwald mit so eher mageren Wiesen und relativ viel Wald, der allerdings hier auch teilweise schon etwas gelitten hat. Was steht denn da? Eine ganze Herde und die hält so still. Oh, es wackelt. Oh. Offenbar ein Ziel für Bogenschützen. Für Kameraleute. Wie die Markierung von unserem Weg auch schon verrät, gibt es übrigens auch am Ende noch ein Schloss zu sehen. Fängt leider ein bisschen an zu regnen. Hoffentlich sind unsere Begleiter, die wir gleich treffen, nicht wasserscheu. Hier gibt es so etwas abseits vom Weg so einen ehemaligen Basaltsteinbruch mit einem kleinen See. Hier gibt es schon jede Menge Erdbeeren. Das war meine. Hier gibt es vielleicht viele Spinnen.
Ja, hier können wir schon einen ersten Blick auf das Schloss Friedewald erhaschen. Das ist 1324 zum ersten Mal urkundlich erwähnt und dann in der Renaissancezeit 1580 ziemlich umgestaltet worden. Allerdings dann auch im 30-jährigen Krieg relativ stark zerstört. Hier geht's zur Grafengruft. Mal gespannt, ob wir da reinkommen. Doch, das sieht gut aus. Oh. Wir haben die Lizenz zur Grafengruft. Dieser Gedenkstein ist interessanterweise für den Sohn der Grafenfamilie, der 1914 im Ersten Weltkrieg gefallen ist. Und der war Novize im Kloster Mariawald, da wo wir neulich auch gewandert sind. Hatte Herr Wandersocke nicht eben erzählt, dass das ziemlich zerstört wurde im 30-jährigen Krieg? Wieso ist das so gut erhalten? Tja, das ist der Graf Alexander von Hamburg schuld. Er hat es nämlich Ende des 19. Jahrhunderts als Ruine erworben und dann fast wieder originalgetreu wieder errichten lassen. Und deswegen sieht es aus wie ein originalgetreues Renaissance-Schloss. Ist dann nach dem Tod des Grafen von Hamburg 1949 als evangelische Bildungsstätte genutzt worden, über 60 Jahre, dann auch mal als Hotel. Und ich glaube, heute steht es eher leer, so wie es aussieht. Ja, hier sind wir wieder am Ausgangspunkt, Ende von Teil 1 unseres heutigen Wandertags. Und jetzt gibt es einen kleinen Katzensprung nach Derschen, dem Nachbarort, und da warten schon unsere heutigen Mitwanderer auf uns. Darf ich vorstellen, das ist Lea, eine Walliser Schwarzhalsziege, Dame genauer gesagt, aber auch mit Gehörn. Das ist Heidi, das ist der ganze Rest. Werden gehütet von Alma und ihrer Familie. Ist jetzt gerade ein kleiner Ziegenstau entstanden. Es ist offensichtlich besonders lecker. Der Farn ist sehr beliebt. Aber Heidi geht weiter. Teilweise sind die Bewegungen etwas überraschend. Thank you.
die Bank frei. Ja? Da können die Leute sich schon wieder setzen. Das ist ein echter Landschaftsflieger. Ja. Hallo. Ach. Da ist nichts zu fressen. Jetzt haben wir auch noch so einen leckeren Imbiss bekommen. Ja, das war wirklich sehr nett. Das war heute eine tolle Erfahrung und ein toller Wandertag mit ganz speziellen Wandergenossen, den Walliser Schwarzhalsziegen. Wie viele Socken hat die Tour denn verdient? Tja, wie du schon gesagt hast, echt eine tolle Erfahrung. Super niedliche Tiere, sehr, sehr lebendig, sprenglebendig im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, temperamentvolle Ziegen kann man wirklich sagen, ja, die auch ihren eigenen Kopf haben, aber einen sehr liebevollen eigenen Kopf. Ja, ich glaube, ich hätte heute 9 Wandersocken vergeben für diesen Wandertag. Ja, es war wirklich wieder ein ganz tolles Erlebnis mit einem wunderbaren Gutscheingeschenk. Und der war einzulösen, ja, bei diesen unheimlich netten Leuten, die diese tollen, tollen Ziegen halten. Kann man übrigens auch nachlesen, schwarzhalsziegenderschen.de. Da könnt ihr das dann auch machen.